Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Freunde, heute gibt es ein neues Video, in dem ich euch einfach mal meine gesamte Sneaker-Collection zeigen werde. Das heißt einfach alle Schuhe, die ich zurzeit besitze, die ich so trage, die allgemein vielleicht hinter mir stehen. Da ich im letzten Video so gefragt hatte, jo, habt ihr Bock auf ein Sneaker-Video? Und da haben einige in die Kommentare geschrieben, macht das aber gerne. Zuvor vielleicht, ich bin ein bisschen erkältet, man hört es vielleicht auch ein bisschen, deswegen, warte, einen Blick. Erstmal die absolute Dosis. Ja, ich bin ein bisschen erkältet, deswegen entschuldigt vielleicht, wenn ich mal ein bisschen, wenn sich die Stimme ein bisschen komisch anhört. Und vielleicht noch, ich sitze hier in Xbox-Hoodie, meine Freunde. Hatte ich in der letzten Insta-Story auch mal an. Habe ich vor 4 Jahren auf der Gamescom gefangen und trage ich heute immer noch mit Stolz. Ist auch gar nicht zu klein, deswegen, ist eigentlich auch komplett egal, was ich hier für einen Pullover trage. Freunde, ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt mit dem ersten Schuh an. Und ja. Und zwar, Freunde, wäre der erste Schuh einmal hier dieser Jordan 1er Pine Green. Ist zurzeit sogar mit einer meiner Lieblingsschuhe. Ich habe den jetzt so seit knapp einem halben Jahr, irgendwie letztes Jahr Oktober oder sowas, habe ich den geholt. Nee, oder? Doch, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich den mir damals geholt und bin wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem. Allgemein, Jordan 1er, Freunde, kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Viele fragen mich immer, yo, Kiel, was kannst du für Schuhe empfehlen im Preissegment von 200€ bis 300€ oder sowas. Ja, auf jeden Fall ein freshen 1er, der reguliert sich so bei ca. 200 bis 270€ oder sowas. Ich habe meinen leider für 270 gekauft, weil ich den halt auf der Sneakernis gekauft habe und Sneakernis, die Preise sind immer ein bisschen teurer. Aber ja, wirklich, bin ich sehr, sehr mit zufrieden. Ist auch eine sehr, sehr gute Qualität, kann man auf jeden Fall nicht meckern. Wie gesagt, trage ich in letzter Zeit wirklich sehr, sehr oft. Und ja, sieht halt einfach meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr clean aus. Ist jetzt nicht der einzige Colorway, den ich unbedingt mega cool finde. Es gibt noch den Cord Purple, den Black Toe, was auch wirklich fast ein Grail von mir ist. Das ist so viel zum 1er, Freunde. So, Freunde, der nächste Schuh wäre einmal hier dieser Adidas X Gosha Schuh. Den habe ich auch schon gefühlt ein bisschen länger. Er ist leider zu klein, also den trage ich wirklich gar nicht mehr eigentlich. Colorway ist natürlich ein bisschen gewagt. Einige von meinen Freunden, Grüße an Jan oder Herke oder Johnny oder sowas, sagen oft, Digga, was ist denn da los oder sowas. Die finden den wirklich kurz hässlich. Ich allgemein muss sagen, ich finde die Silhouette eigentlich ganz cool, auch mal so ein bisschen, dass man so ein bisschen mit den Farben mal ein bisschen wechselt und sowas. Halt dieses ganz grelle Gelb, finde ich wirklich sehr, sehr cool, habe ich auch wirklich damals noch gut getragen, wie man vielleicht auch ein bisschen erkennen kann. Aber ist wie gesagt jetzt zu klein, ist eine Größe 42, glaube ich, und ich trage eigentlich immer so eine 43, 44, weswegen der leider nicht mehr oft an meinem Fuß zu sehen ist. Aber ja, hat mir wirklich damals wirklich sehr, sehr gut gefallen, habe ich für 125€ im Sale geholt. Der hat normalerweise 285 gekostet und für den Preis hätte ich mir den auf gar keinen Fall geholt. Aber für 125 habe ich gedacht, komm, nimmst du den mal mit. So, kommen wir dann auch schon direkt zum dritten Schuh. Und zwar hatten wir einmal den Nike M2K Techno, so ist glaube ich der komplette Name. Den habe ich auch letztes Jahr im Sommer schon geholt, also den habe ich auch schon was länger. Ist immer noch ein sehr, sehr cooler Schuh, trage ich zwar jetzt auch nicht mehr so oft, aber ab und zu mal irgendwie zum Zeitung austragen oder sowas. Ich finde ihn wirklich halt sehr, sehr cool, vor allem das Design, so, dass der so ein bisschen breiter ist, wie so, keine Ahnung, jetzt so ein Balenciaga Triple S oder sowas. Hat eine etwas dickere Sohle, Upper an sich ist eigentlich ganz normal. Der ist eine Größe 43, ja genau, eine Größe 43, passt mir auch noch perfekt. Wie gesagt, trage ich ab und zu auch nochmal, aber ja, allgemein jetzt ein ganz schlichter Schuh. Aber für 100€, Freunde, der kostet 100€, macht ihr da wirklich nichts falsch. Zudem weiß ich jetzt gar nicht, ob die den noch irgendwo verkaufen. Ich habe den damals bei der Nike Sneakers App gewonnen. Aber deswegen, Freunde, so viel zum M2K Techno Runner. So, Freunde, zum nächsten Schuh will ich eigentlich gar kein großes Wort verlieren. Wir hätten hier einmal einen Vans, der Oldschool in Weiß halt. Ding ist komplett durchgerockt, also den kannst du eigentlich nicht mehr tragen, den trage ich halt immer zum Feiern. Und der sieht wirklich auch dementsprechend aus, der ist wirklich komplett in der Schuh. Den habe ich damals für 70€ geholt, habe ich wirklich komplett tot getragen, das Ding, also wirklich zum Feiern hauptsächlich angehabt. Keine Ahnung, was soll ich dazu auch sagen, ist halt ein normaler Vans, haben denke ich mal auch einige von euch. Erfüllt seinen Job halt einfach als Bieter und deswegen, Freunde, das ist auch so viel zum Vans hier, ne? So, Freunde, kommen wir aber dann zu einem Vans, der mir wirklich sehr, sehr gut gefällt. Und zwar hatten wir einmal einen Vans Pro. Ich weiß leider nicht den genauen Begriff von denen, da haben mich auch viele gefragt, wie der Colorway heißt. Allerdings kann ich euch nur so viel sagen, Freunde, den habe ich so noch nie in Deutschland gesehen. Das ist jetzt auch kein Flachs oder so. Den habe ich in Deutschland noch nie gesehen und ich will jetzt irgendwie nicht sagen, das ist ein mega seltener Vans oder so. Es kann sein, dass ihr den schon mal gesehen habt, keine Ahnung. Ich zumindest nicht, nur in der Low-Variante, aber so in der Oldschool-Variante auf jeden Fall noch nicht. Schade bei dem Schuh ist auf jeden Fall, dass der in der 42 ist und 42 drückt wirklich sehr bei mir. Allerdings trage ich den oft noch, weil ich den halt, wie gesagt, einfach sehr, sehr krass finde. Ja, wird es den auf jeden Fall jetzt noch in Deutschland geben und dann würde ich mir den auf jeden Fall nochmal holen, halt in der größeren Größe.
Aber ja, Freunde, ich habe auch schon Schuhspanner reingetan, wie ihr vielleicht seht. Irgendwie in der Hoffnung, dass der irgendwie noch größer wird oder sich nochmal ein bisschen ausdehnt. Aber da ist nicht mehr viel zu machen. Hatte ich damals in London geholt für 50 Pounds oder sowas in Footlocker. Da war ich zusammen mit Noah in London für 3-4 Tage oder sowas. Und da habe ich mir den auf jeden Fall mitgenommen. Ja, ist somit der coolste Vans, den ich selber habe. Ich habe, glaube ich, 3-4 Paare oder sowas. Und ja, der gefällt mir auf jeden Fall deutlich am besten. Ja, Freunde, kommen wir dann zu einem weiteren Schuh, den ich wirklich gar nicht mehr trage. Der steht einfach nur noch da hinten drin, weil es eine ganz coole Erinnerung ist an den Urlaub. Und zwar habe ich den damals hier im Spanien-Urlaub geholt. Habe ich beim Lacoste Store geholt für 50 Euro damals. Der war halt runtergesetzt irgendwie von 120 und ich dachte jetzt hier, ich mache den mega Schnapper. Ja, der hat sich dann rausgestellt als Schuh, den ich niemals tragen werde. Klar, der sieht ein bisschen durchgerockt aus, weil ich den, glaube ich, einmal zum Feiern an hatte, aber ansonsten habe ich den wirklich kaum getragen, das Ding. Ja, sind auch keine Laces drin, weil ich auch keinen Plan habe, wo die sind oder sowas. Ja, ich weiß auch nicht mal, ob das echt ist. Ich glaube, das ist alles Kunstleder, hat eine grüne Sohle, sieht halt meines Erachtens nach nicht mehr cool aus, ähnelt so ein bisschen an Vans, aber ja, keine Ahnung. So, Freunde, kommen wir dann jetzt zu einem Schuh, wo ich glaube, dass jeder weiß, dass ich den besitze. Ist der Sean Waterspoon, habe ich schon auf etlichen Instagram-Bildern und in etlichen YouTube-Videos gezeigt. Ist somit allgemein gesagt mein Lieblingsschuh, auch wirklich so von, also zumindest von denen, die ich besitze, ist das, glaube ich, mein Lieblingsschuh. Keine Ahnung, ich finde den Schuh einfach crazy. Also einfach dieser Mix aus hier, das ist ja der 97er Air Max und das unten ist ja so der 90er Air Max. Finde ich einfach krank, diese Farben, einfach crazy. Mit dem Schuh verbinde ich auch richtig viel, weil ich den halt für Retail bekommen habe vom damaligen Ehrenmann. Ich glaube, Felix hieß er oder sowas, der hat mir den wirklich für Retail gegeben auf Ehrenbruderbasis. Der steigt sogar gerade im Moment, weil Sean Waterspoon tatsächlich nicht mehr mit Nike zusammenarbeitet. Ist der gerade wirklich am Steigen. Ich glaube, der liegt bei StockX jetzt für 1000, ist der bei 1000 Euro oder sowas. Aber klar, die Preise muss man nicht unbedingt ernst nehmen. Aber ja, ist einfach ein kranker Schuh. Sean Waterspoon habe ich übrigens auch, habe ich glaube ich schon 1000 Mal erzählt, in LA persönlich getroffen, auch ein Foto mit denen gemacht. War auf jeden Fall wirklich ein sehr, sehr korrekter Typ. Ja, Freunde, so viel zum Sean Waterspoon. Wie gesagt, habe ich für Retail bekommen, auf Ehre. Und ja, genau, Freunde, dann auch schon zu einem weiteren Schuh. Und zwar hatten wir einmal den Nike Air Force Volt in der Kollaboration mit Off-White. Den habe ich sogar erst letztens geholt. Ich glaube, das ist irgendwie ein Monat oder zwei Monate her. Habe ich damals Gott sei Dank noch für 2,80 bekommen. Der liegt jetzt bei ca. 300 bis 350 Euro oder sowas. Ist ein wirklich sehr, sehr auffälliger Schuh, wie man vielleicht unschwer auch erkennen kann. Aber ich trage den wirklich sehr, sehr gern. Einfach so ein All-Black-Outfit und dann diesen Schuh, der knallt dann wirklich mal richtig rein. Genau, ist eine Größe 43. Ist schon ein bisschen enger, also manchmal muss ich den auch ein bisschen offen tragen, weil er dann ein bisschen drückt. Aber allgemein, wenn man den ein bisschen einläuft, geht das auf jeden Fall fit. Ja, wie gesagt, trage ich in letzter Zeit wirklich sehr, sehr oft. Sieht auch sehr, sehr cool aus, meines Erachtens nach am Fuß. Kam ja auch der Schwarze raus, den Schwarzen hat auch Finn. Der sieht auch fresh aus, meines Erachtens nach, aber der ist halt so ein bisschen zu basic, würde ich jetzt sagen. Ist halt einfach ein schwarzer Air Force mit einem weißen Swoosh und bei dem finde ich halt einfach die Farbe krank, weil die halt richtig reinscheppert. Das so viel auch schon zum Nike Air Force Volt in Kollaboration mit Off-White. Ja, Freunde, kommen wir dann auch schon zu dem Yeezy V1. Dürften eigentlich auch einige wissen, dass ich den zurzeit habe oder halt auch zurzeit wirklich sehr, sehr oft trage. Ist meiner Meinung nach der beste Yeezy, der je erschienen ist. Klar, die Meinungen sind da gespalten. Einige sagen, der ist krasser, einige sagen, der ist krasser. Meine persönliche Meinung, der Yeezy V1 Turtle Dove ist der krankeste Yeezy, der je erschienen ist. Ich finde einfach allgemein die Silhouette vom V1er überkrass und dann halt dieses Muster so, das sieht einfach crazy aus, Freunde. Ja, den habe ich jetzt tatsächlich auch gar nicht mal so lange, ich weiß gar nicht mehr wie lang. Auf jeden Fall war der, wo ich den gekauft habe, wirklich schon sehr, sehr beat. Also der ist wirklich schon eigentlich, ja, ist wie so ein kaputter Schuh halt. Aber da ich den halt so krank finde, wollte ich den halt unbedingt haben, aber ich habe es nicht eingesehen, da irgendwie 700 Euro oder so was für zu zahlen. Ja, dann habe ich den halt gefunden zu einem wirklich sehr, sehr guten Preis für die Condition. Ja, ist auch eine Größe 44, also der passt wirklich noch perfekt. Sohlen habe ich allerdings rausgemacht, damit er noch ein bisschen bequemer ist. Gibt es zu denen eigentlich auch nicht viel zu sagen. Ich glaube, der ist 2016 oder wann ist der erschienen? 2015? Ich habe keine Ahnung, wann er erschienen ist. Keine Ahnung, was soll man zu denen noch groß sagen? Ist halt ein kranker Schuh, wa? Bleiben wir direkt bei Yeezys. Hier hätten wir einmal den Yeezy V2 Sesame, Sesam, wie auch immer man den nennen möchte. Ja, ist halt ein sehr basic Schuh meines Erachtens nach, aber der beste V2er so, weil er halt einfach eine ganz schlechte Farbe hat. Alle anderen V2er haben dann irgendwie so einen roten Streifen, grünen Streifen, Neonstreifen, was auch immer. Das ist ein ganz normaler basic Schuh mit einer eintönigen Farbe halt bis auf die Sohle, weil wir da so eine Gumsole haben. Muss ich sagen, habe ich ein bisschen reingeschissen, weil ich mit dem tatsächlich so Fahrrad gefahren bin. Dann bin ich so gefahren über den Feldweg und dann
ja, bin ich halt durch so eine Pfütze gefahren. Das war alles mit Matsch und sowas. Und da hat es halt so auf meinen Schuh gespritzt. No homo an der Stelle. Das auch schon zum Yeezy, Freunde. Habe ich damals in Düsseldorf für 220 Euro im Footlocker ganz regulär erwerben können. Nee, Freunde, so viel zum V2er. Wie gesagt, trage ich oft auch noch oft mal irgendwie zum Sport. Damit meine ich Schulsport. Ja. So, Freunde, die nächsten Schuhe werde ich jetzt schnell im Schnelldurchlauf machen, weil die wirklich jetzt auch nichts mehr Besonderes sind. Klar, hier hatten wir noch einmal meine Gucci, hätte ich jetzt fast ehrlich gesagt. Hier hatten wir einmal nochmal meine Gucci Badelatschen, habe ich auch schon öfter gezeigt, habe ich auch schon tatsächlich auf Instagram-Bildern an. Könnt ihr sehr gerne abchecken, das sind so meine armes Deutschland-Fits, könnt ihr wirklich sehr gerne mal bei Insta vorbeischauen. Gucci-Schlappen habe ich damals bekommen vom Michael, grüße ich ihn auf jeden Fall nochmal raus. Vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle. Ja, habe ich sehr, sehr oft getragen schon, habe ich auch in Urlaub die ganze Zeit getragen. Preis ist natürlich nicht gerechtfertigt, ich glaube, die kosten 195 Euro. Für Schlappen ist natürlich ein bisschen ganz kurios, aber wie gesagt, habe ich geschenkt bekommen. Man sieht es vielleicht auch, die habe ich schon sehr, sehr gut getragen. Ja, sind halt einfach fresche Badelatsch. Als nächstes hätte ich hier nochmal einmal schnell den Vans Oldschool. Das ist aber wirklich der Oldschool vom Oldschool, meine Freunde. Es ist ja jetzt wieder irgendwie neu herausgekommen. Zwar nicht das Pro-Modell, halt auch so einer, aber das ist auch nicht so der richtige OG, weil ich glaube irgendwie, dass die Sohle da ein bisschen mehr überragt, also dass die Sohle ein bisschen dicker ist. Den habe ich irgendwie vor 1,5 Jahren oder so, den habe ich nicht selber gekauft, den hat mir Noah aus London mitgenommen, aber den habe ich doch irgendwie selber gekauft, klar. Habe ich auch wirklich damals überoft getragen, also wirklich, das war so ein Schuh, den hatte ich gefühlt jeden Tag an. Aber jetzt weiß ich leider nicht mehr, wo die Laces sind einerseits, und das ist eine Größe 42, und 42 ist mir wirklich schon fast zu klein. Aber ja, ist für mich ein legendärer Schuh, weil der auch damals fast sold out war. Also, weil er halt damals für eine Zeit lang sold out war und der fast sogar Resale hatte. Ja, jetzt wird er wieder massenproduziert und jeder trägt den. Nichts gegen die Leute, die ihn tragen. Ich würde den auch noch tragen, ne? Aber ihr wisst, was ich meine, Freunde. Ich sage jetzt einfach mal, Freunde, ja, bei dem werden sich jetzt einige fragen, Digga, warum hast du den hier stehen? Habe ich einfach eine Erinnerung dran, ist nämlich so der erste Sneaker, den ich mir gewünscht habe, den ich unbedingt haben wollte, womit das alles so ein bisschen angefangen hat. Ist eine Größe 38,5. Hier innen steht Nike und Kiel drauf, weiß ich auch nicht, was da los war, meine Freunde. Hat damals irgendwie rund um 100 bis 150 Euro gekostet, würde ich mal sagen. Wie gesagt, ist so der erste freshe Schuh, den ich damals halt haben wollte oder auch getragen habe. Ja, deswegen steht er halt hier noch, ist eine kleine Erinnerung für mich einfach. Genau. Freunde, wir kommen auch bereits zum letzten Schuh, den möchte ich eigentlich jetzt auch gar nicht groß zeigen. Ist ein Ultra Boost 2.0, der wirklich der ist komplett durchgerockt, der ist kaputt, das ist ein kaputter Schuh, Freunde. Den kann ich selber auch nicht mehr ernst nehmen, der steht da einfach nur noch, weil da der Platz halt, also da war halt ein Platz frei und es sieht halt scheiße aus, wenn da nichts steht. Deswegen habe ich den da reingestellt, könnte ich theoretisch einfach wegwerfen, das Ding, weil der halt, also Freunde, den kann man nicht mehr tragen, das Ding, der ist einfach kaputt. Ja, habe ich aber damals wirklich sehr, sehr oft getragen, war auch mit einer meiner Lieblingsschuhe damals, aber jetzt hat er halt an Ansehen verloren, weil er halt einfach gut durchgerockt ist. Ja, Freunde, das soll es dann auch soweit mit dem Sneaker-Video hier gewesen sein. Ich weiß, klar, es überschneidet sich ein bisschen mit den alten Videos, allerdings wolltet ihr einfach nochmal ein Sneaker-Video sehen, weswegen ich das jetzt abgedreht habe. Ja, schreibt gerne in die Kommentare, was von den Schuhen euer Lieblingsschuh ist. Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal und ciao.